Lieber Besucher des digitalen Tags der offenen Tür vom Dr. Hochs Konservatorium Frankfurt am Main. Schön, dass Sie sich für meine Arbeit als Trompetendozent und die meiner Trompetenklasse interessieren. Mein Name ist Florian Balzer und ich bin seit 2008 als Dozent für Trompete und Kammermusik am Dr. Hochs Konservatorium Frankfurt am Main tätig. Darüber hinaus bin ich noch Orchestertrompeter bei den Bochumer Symphonikern. Mir macht es sehr viel Freude, mit jungen Menschen, aber auch Erwachsenen zu arbeiten. Zu meinen Schwerpunkten gehören das Beseitigen von bläserischen und technischen Schwierigkeiten, die musikalische Weiterentwicklung und die kammermusikalische Arbeit. Für den Fall, dass Sie eine persönliche Beratung wünschen, schreiben Sie mir doch einfach eine E-Mail unter meiner dienstlichen E-Mail-Adresse florian.balzer@dr-hochs.de. florian.balzer@dr-hochs.de. Die E-Mail-Adresse sowie weitere Infos finden Sie auch im Dozentenverzeichnis auf der Website des Dr. Hochs Konservatoriums. Gerne vereinbare ich mit Ihnen eine persönliche digitale Online-Beratung, in der ich Ihnen gerne alle Fragen beantworte. Nachfolgend finden Sie ein paar kleine Videos mit Musik, die die kammermusikalische Arbeit in der zurückliegenden Pandemiezeit dokumentiert. Die Besetzung ist mit 2 Trompeten pandemiebedingt sehr gering ausgefallen, jedoch wollte ich vor allem den Leuten aus der Studienabteilung die Möglichkeit geben, trotz der Pandemie im Rahmen ihres Bachelorstudiengangs kammermusikalische Erfahrung zu sammeln. Weiterhin wurden Ausschnitte aus einem Live-Konzert des Trompetenensembles aus dem Jahr 2017 für Sie hochgeladen, um Ihnen einen Eindruck von unserer kammermusikalischen Arbeit der vergangenen Jahre zu verschaffen. Ich freue mich über Ihre Kontaktaufnahme und wünsche Ihnen für die kommenden Wochen und Monate alles Gute. Als erstes hören Sie einige Ausschnitte aus einer Aufnahme vom März 2021 aus der Sonate in D-Dur für 2 hohe Trompeten von dem italienischen Barockkomponisten Petronio Franceschini. Dieses Werk enthält viele frühbarocke Elemente und wird von meinen Studierenden Jana Calvo Lorenzo und Rene Wilhelm auf 2 Piccolo-Trompeten für sie dargeboten. Im Original übernimmt die Begleitung ein Streichorchester. In dieser Fassung werden die beiden in einer für Orgel transkribierten Fassung von dem Organisten Sebastian Munsch begleitet. Thank you.
Der französische Komponist Eugène Bozzard komponierte den Dialog für zwei Trompeten im Jahr 1954. Wie Sie gleich hören werden, bedient sich der Komponist einiger Elemente des romantischen Cornett-Virtuosen-Stils, die er durch zeitgenössische Elemente ergänzt. Das Solostück für zwei B-Trompeten wurde ebenfalls im März 2021 von meinen Studierenden Jana Calvo Lorenzo und René Willem per Video eingespielt. Ich wünsche Ihnen sehr viel Spaß bei den folgenden Ausschnitten. Bereits aus dem Jahr 2017 stammt die Videoaufnahme von der Uraufführung des Werkes Sweet Dance. Dieses Stück wurde von meinem ehemaligen Studierenden Simon Schmieder aus Offenburg extra für das Trompetenensemble des Dr. Hochs Konservatoriums komponiert. Simon Schmieder absolvierte das Pre-College am Dr. Hochs Konservatorium und studierte im Anschluss Komposition und Orchesterdirigat an der Musikhochschule in Freiburg. In den Videoausschnitten sehen Sie einen Live-Mitschnitt von einem Konzert in der Lutherischen Pfarrkirche in Marburg an der Lahn mit Mitgliedern aus meiner Trompetenklasse aus dem Jahr 2017. Bevor Sie annehmen, dass der ältere Herr auf dem folgenden Video ein Student von mir im 100. Semester ist, kläre ich Sie darüber auf, dass das Trompetenensemble in der damaligen Arbeitsphase von meinem ehemaligen Lehrer Professor David Tasa musikalisch unterstützt wurde. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir in naher Zukunft wieder Trompetenensemble-Konzerte vor Publikum aufführen können. Ich wünsche Ihnen viel Freude mit den Ausschnitten dieser Uraufführung.
Zu guter Letzt habe ich ein paar kleine Live-Ausschnitte aus einem Konzert, wo ich selber der Solist bin. Leider gibt es davon keine Videoaufnahme. Der Organist in diesen Aufnahmen ist der Bezirkskantor Peter Groß. Ich hoffe, wir konnten Ihnen einen kleinen Eindruck unserer Arbeit vermitteln und ich freue mich auf einen persönlichen Kontakt mit Ihnen.